Danke, Gabi. Du hast jetzt der Brief vom Klinikum? So, na, nun wollen wir mal sehen, ob das nur auch anschlägt, was der Doktor mir da verschrieben hat. Wa? Gute Besserung, Frau Rust. Ja, na, und wenn nicht, ich meine, wenn es hart auf hart kommt, dann ist es ja doch eine Beruhigung, dass man auch nach der Sprechstunde zum Doktor kommen kann, wo er jetzt ja nur hier wohnt, wa? Nein, Frau Rust, der Doktor wohnt nicht mehr hier. Ach nee, seit wann denn? Wo wohnt er jetzt? Fragen Sie ihn doch selbst das nächste Mal. Tschüss, Frau Rust. Ja, tschüss. Das ist ja ein Ding. Da können wir noch so neugierig sein, bis wir aus vor einer Jahr über den Team, die wir einen Doktor rauskriegen wollen. Da können sie lange warten. Na, das überlasse ich Ihnen, denn Sie haben ja Zeit, nicht? Ach, hat sich denn doch schon wieder rumgesprochen. Stopp! Was ist los, Andreas? Was machst du? Zurück auf Anfang. Tut mir leid, ich bin wieder in mein Solo gerutscht. Tut mir leid. Dein Solo, Andreas? Oh Gott, ja, es ist nicht mehr mein Solo. Ich hab's kapiert, Pedro. Hier hab ich's kapiert. Aber hier hab ich's noch nicht kapiert. Hör zu, ich finde, so geht das nicht. Wenn Andreas solche... Also, wenn's ihm so schwer fällt, gib ihm das Solo zurück. Er hat es doch sehr gut gemacht und ich tanze auch im Chor, mir macht das nichts aus. Ich möchte darüber nicht mehr diskutieren. Von Anfang. Musik. Wo ist denn nur der Herr Brenner? Wollte dir noch den Befund vom Klinikum geben, bei ihm in der Post. Ah, na? Ja, danke. Wie war's denn? Was? Die erste Nacht im neuen Heim. Hä? Hey? Naja, hast du dir was gewünscht? Gewünscht? Wenn man im neuen Bett übernachtet, muss man sich was wünschen. So, muss man. Das ist mein altes Bett. Mensch, aber das steht an der neuen Stelle. Ja, aber gewünscht habe ich mir trotzdem nicht. So lebensnotwendige Sachen sagst du mir, wenn es zu spät ist. Hast du ja wenigstens gemerkt, was du geträumt hast? Das geht nämlich in Erfüllung. Ja, warte mal, wir machen das gleich. Ich hab geträumt, du kommst in meine neue Wohnung und bringst die Küche ein bisschen nach vorne ran.
Mensch, ehrlich? So romantische Sachen träumst du? Da kenne ich dich schon so lange. Und immer wieder unterschätze ich dich. Herr Brenner? Bitte. Könnt ihr mich ein Stück mitnehmen? Klar, frag doch nicht. Mensch, Andreas, nun lass doch mal. Der Brasch ist in festen Händen. Ich kenne seinen Freund. Warum geht's doch überhaupt nicht? Wo musst du denn hin? Liegt auf eurem Weg. Bülowbogen. Zum Nebenjob als Bauchtänzerin in einem Türkenschuppen oder was willst du da? Zum Arzt. Setz dich nach hinten. Wir nehmen Sanne mit. Das ist mein Wagen. Vergessen? Zum Arzt? Was hast du denn? Ach nichts. Ein bisschen schlapp. Tja, Frau Hiller, bitte kommen Sie. Sie möchten ja sicher, dass ich ehrlich zu Ihnen bin, nicht? Nehmen Sie doch bitte Platz. Mit Ihrem allgemeinen Zustand ist es noch nicht gerade zum Besten bestellt. Und die Laborwerte sind auch nicht gerade berauschend. Ich möchte Ihnen keine Angst machen, aber Sie müssen kürzer treten. Ist mir klar, dass das für eine Tänzerin kurioser Ratschlag ist. Ich habe schon verstanden, wie Sie es meinen. Es klingt trotzdem komisch. Das geht auch im Augenblick nicht. Wir stehen kurz vor der Premiere. Und die ist Ihnen so wichtig? Ja, wichtig für mich und für die Truppe. Sie sind sehr ehrgeizig, nicht? Ja. Trotzdem, wenn Sie sich nicht ab sofort ein bisschen schonen, dann liegen Sie mit Ihrer geschwächten Konstitution beim kleinsten Infekt auf der Nase. Und damit ist Ihnen und Ihrer Truppe ja auch nie gedient. Ich darf eben keinen Infekt kriegen. Ruhen Sie sich wenigstens außerhalb der Proben, so viel wie möglich aus. Schlafen Sie viel. Ich habe Ihnen hier was aufgeschrieben. Ein paar Sachen, die Sie hoffentlich stärken. Aber eigentlich ist das gemogelt. Was Sie brauchen, ist eine Ruhepause. Mach ich, Herr Doktor. Mensch, ihr Fanatiker in Sachen Kunst. Ihr schwindelt doch, dass ich die Balken biege, ja? Ich bin überzeugt. So wie Sie zu Hause sind, stellen Sie sich eine Ballettstange und verbiegen sich die Knochen. Was? Stimmt's? Privat alles in Ordnung? Ja, wieso? Warum fragen Sie? Schön und so. Wenn privater Herr ja dazu kommt, dann macht er die Sachen nicht besser. Nein, nein, da ist alles in Ordnung. So. Na dann. Rasch ist kein bisschen besser als ich. Er ist schlechter. Fast jede dritte Figur ist unsauber. Erzähl das Pedro und nicht mir. Ich bin nicht Chef der Truppe. Pedro hat entschieden, dass Warstein Solo kriegt. Diese verlogene, überhebliche Tucke vom Friedrichstadtpalast. Als ob das was wäre. Überheblich? Wo denn? Hat er heute Vormittag angeboten, dass du das Solo wieder übernimmst oder nicht? Das hast du wahrscheinlich überhört. Der Andreas hat das doch sehr gut gemacht. So was Schleimiges, ich könnte kotzen. Dann geh aber bitte ins Bad. Ich kotze, wo ich will. Es ist dein Auto, wie du das vorhin betonen musstest. Aber das hier ist meine Wohnung. Meine Wohnung, vergessen? Herrgott, ja. Soll ich ausziehen? Ja, mach das. Sieh doch zu dieser Hupdohle vom Varieté. Vielleicht kannst du ihn umdrehen. Das wäre doch am liebsten. Nun, werd mal nicht albern. Ist ja lächerlich. Lächerlich? Albern? Reichen. Ja, wollte ich ja. Aber wozu brauche ich doch so viele Teller? Wer viele Teller hat, braucht nicht so oft abzuwaschen. Das ist eine ganz dumme Angewohnheit. Mhm. Ich wasche meinen Teller immer sofort ab. Immerhin. Meißen. Reimt sich. Reimt sich? Auf zerschmeißen. Ja, Handfeger, Müllschaufel, wo ist denn das? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ja, ja. Warte, wollen wir nicht eigentlich erstmal eine Pause machen und ein Glas Rotwein trinken? Bevor wir angefangen haben. Dann sollten wir eigentlich alle zertöppern. Brauchen wir nur noch zusammenzufegen. Schneller. Dafür, dass du andauernd umziehst,
erstaunlich viele Teller. Come on. Wie viele? Teller? Nee, wie viele Male du umgezogen bist? Keine Ahnung, hab nicht mitgezählt. Na, nun sieht es ja schon fabelhaft aus. Gabi, ich bin dir sehr dankbar. Siehst du, so ist es mit den Träumen. Manchmal gehen sie in Erfüllung. Ja, so, jetzt können wir uns aber ein wenig einen Schuppen leisten. Was? Träumt Richard, Schätzchen. Das ist möglich, ja. Oh, Peter, entschuldige, wenn ich störe. Nein, komm rein. Komm, wir sind in der Küche. Wir? Ja. Ah, Frau Köhler. Köhler. Entschuldigung, guten Abend. Ja. Köhler. Du machst das richtig mit deinem Personal. Wenn ich Birgit sage, ihre Sprechstundenhilfen, die könnten ganz gut mal ein bisschen im Haushalt mithelfen, dann sagt sie, nein, das ist unzumutbar. Gabi macht das ja freiwillig. Oh, ist ja noch besser. Ich wollte dich nur fragen, ob du Lust hast, noch eine Partie Schach mit mir zu spielen. Du bist mir noch eine Revanche schuldig. Ja, naja. Natürlich erst, wenn ihr hier fertig seid. Wir sind fürs Erste fertig. Na ja, gut, fein. Geh ich rauf, sag oben Bescheid. Wiedersehen. Köhler. Wiedersehen, Herr Solms. Weißt du noch, wo wir den Korkenzieher hingetan haben? Da, im Gläser da oben. Ja. Das stört dich doch wohl nicht, der Richard dazukommt, wa? Dazu kommt, wozu? Nur zu unserem Schöppchen Pen. Ihr wollt Schach spielen. Und Freund Richard hat eben gesagt, auf Wiedersehen, Frau Köhler. Oder habe ich denn Gehörsturz? Gabi, das hat Richard nicht so gemeint. Wir trinken erstmal zusammen ein Glas Wein und dann spiele ich mit Richard eine Partie Schach. Danke. Operation beendet. Ich habe Richard viel zu verdanken, Gabi. Diese Wohnung hier zum Beispiel. Ah ja, ist ja schon in Ordnung. Also, jetzt versteh ich dich nicht. Hast du vorhin nicht selbst gesagt, du willst hier nicht übernachten? Also, wisst ihr, Peter, lass mal, ist in Ordnung. Und jetzt willst du nicht mal ein Glas Wein mehr mit mir trinken? Ich hab das Auto vor der Tür. Hast du einen geschnappt, oder? Nö, ärger mich. Dagegen kann ich sofort was tun. Ich sage Richard ab. Dagegen kannst du nicht tun. Ich ärger mich über mich selbst, weil ich immer wieder... Ach, Peter... Irgendwie kann ich ihn schon verstehen. Ich stelle mir vor, wie ich reagieren würde, wenn ich 3 Wochen lang das Solo einstudiere, wenn ich mich auf die Premiere freue, auf das Publikum, auf den Erfolg. Und dann kommt einer, der besser ist. Und ich muss... Wenn er wenigstens anerkennen würde, dass Brasch mehr kann, einfach mehr Erfahrung hat. Aber das lässt ja sein kleines, gekränktes Ego nicht zu. Und wenn es nur das wäre... Er nimmt mir inzwischen übel, dass ich mit Brasch tanze. Das empfindet er als Vertrauensbruch. Er ist eifersüchtig. Es ist mehr als das. Er fängt an, mich zu hassen. Er braucht einen Sündenbock und das bin ich. Ich fange an, mich vor ihm zu fürchten, Sanne. Mensch, Gila. Ihr liebt euch doch. Für mich wart ihr immer das Traumpaar. Wie hab ich meine große Schwester beneidet? So ein Partner im Beruf. Und im Leben. Wie er im Beruf ist, das weißt du jetzt, wo du mit ihm in der Gruppe tanzt. Und fürs Leben kannst du ihn auch gerne haben. Oh Gott. Das sagst du jetzt bloß, weil ihr euch mal gestritten habt. Andreas ist eben temperamentvoll. Das ist kein Temperament mehr, Sanne. Das ist wahnsinnige Wut. Das spüre ich immer mehr. Ich kann nicht mit einem Wahnsinnigen zusammenleben, mit einem, der die Einrichtung zerhaut, anstatt zu reden. Wenn du seine Augen gesehen hättest. Und was willst du jetzt machen?
weiß nicht. Ich habe Angst, nach Hause zu gehen. Könnte ich nicht bei dir übernachten? Ja, klar. Bloß, das macht ihn vielleicht noch wütender. Das ist mir jetzt egal, das hat er sich selber eingebrockt. Bitte. Hey, du hast Fieber. Nein, ich habe gearbeitet, bevor du gekommen bist. Ich bin vielleicht ein bisschen überanstrengt. Aber ich war ja beim Arzt und der hat mir was verschrieben. Ehrlich. Wenn ich hier bleiben würde, um dich ein bisschen zu pflegen, dagegen kann er doch nichts haben. Wo er dich im Augenblick sowieso besser leiden kann als mich. Ich glaube sogar, er ist ein bisschen in dich verliebt. So ein Blödsinn. Vielleicht tut er so, um dich zu ärgern. Ruf ihn an und sag ihm, dass ich mich um dich kümmern muss. Der wird mich fragen, warum du ihm das nicht selber sagen kannst. Ich bin zur Apotheke, dir was besorgen. Hm? Okay. Du hättest niemals raschieren dürfen. Oh ja. Naja, Kasparow wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Ne? Das war's dann wohl. Gratuliere. Danke. Übrigens, du bist mir schon beim vierten Zug in die Falle gegangen, nachdem du deinen Läufer opfern musstest. Peter, da hast du fast nur noch Fehler gemacht. So, na ja. Du weißt, ich spiele mehr aus Freude an der Sache, also ohne großen Ehrgeiz. Nee, nee, das ist bei mir anders. Bei mir ist das Kampf, Strategie. Hängt vielleicht mit meinem Job zusammen. Gleich nochmal? Nee, lass mal. Heute nicht mehr. Ich wollte eigentlich was mit dir besprechen. Übrigens, was besprechen? Ich habe neulich mit meiner Geschäftsleitung in Frankfurt gesprochen. Die wären sehr damit einverstanden, einen Merker in der Firma zu haben. Du kannst deinem Schwager ausrichten, dass er demnächst ein entsprechendes Schreiben bekommt. Ach. Oh, das freut mich aber für Georg. Danke, der Richard. Den nächsten Gefallen tust du mir denn? Ja, gerne. Vorher allerdings möchte ich dich um einen bitten. Es geht um deine Frau. Ich habe immer mehr den Eindruck, sie meidet mich. Herrschaften, wie die Zeit vergeht, wenn man mit einem guten Freund bei Schach und Wein sitzt. Ich habe gesagt, ich bin um 11 zu Hause, Peter. Ich muss leider rauf. So, ja, naja, kann man nichts machen. Obwohl die Sache eigentlich immer dringender wird. Ja, nicht? Ja, das verstehe ich. Darüber müssen wir auch reden. Obwohl du dir da viel zu viele Gedanken machst, habe ich ja schon mehrfach angedeutet. Meine Güte, also wirklich, du hast es dir hier gemütlich gemacht, mein Alter. Anerkennung. Nein, nein, bleib nur. Ich kenne mich ja aus. Nacht, Peter. Nacht, Richard. Erklären, wie das passiert ist. Ich kann mir das einfach nicht erklären. Das ist dann doch keine Schuld. Ich kann nur immer wieder betonen, die Dame trifft keine Schuld. Ich hatte es eilig. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Ich bin Ihnen direkt vor den Wagen gelaufen. Kommen Sie, legen Sie sich hin. Ist das wirklich nötig? Es ist doch nichts. Es tut nur ein bisschen weh, da ist nichts gebrochen. Das denkt man häufig, wenn man unter Schock steht. Kommen Sie. Frau Solms. Guten Morgen, Herr Brockmann. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Das ist nicht nötig. Darf ich Ihnen das Paket reintragen hier? Es ist sehr freundlich, aber ich schaffe das schon. Ja, davon bin ich überzeugt. Ich wollte nur... Herr Brockmann, Ihre Hilfsbereitschaft und Höflichkeit ehren Sie. Aber nennen wir die Bedingungen, unter denen wir uns kennengelernt haben, doch einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände. Vielleicht können wir beide damit leben und brauchen uns nicht zu verbiegen. Verbiegen? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Das meine ich ehrlich. Guten Morgen, Herr Brockmann. Guten Morgen. Tja,
Unser Weltstar Simon Brasch. Als Nora ja vom Friedrichstadtpalast kann man die Kollegen eben ruhig mal ein Stündchen warten lassen. Alle mal herhören. Frau Brasch, Simons Mutter, hat mich eben angerufen. Simon hatte einen Autounfall. Er liegt im Krankenhaus, er hat eine Verletzung am Bein, kann nicht tanzen. Unsere Premiere findet trotzdem statt. Andreas wird den Solopart wieder übernehmen. Hätte ich da vielleicht vorher mal gefragt? Hast du Einwände? Nein, aber ich... Dann wollen wir keine Zeit verlieren. Tobias, du übernimmst Andreas Part in der Gruppe. Ich habe Simon in eurem Namen gute Besserung wünschen lassen. Und dass es uns allen sehr leid tut. Ist dir doch recht. Ja, klar. Igu, Igos, Igres, Iquato. Erstens hältst du mich zu fest und zweitens bist du aus dem Rhythmus. Ich bin aus dem Rhythmus. Es wird nicht unterbrochen. Ich möchte einen Durchlauf, egal mit welchen Fehlern. Das kann jetzt auf Anhieb nicht alles klappen. Dazu probieren wir. Por favor, Konzentration y Disziplina. Und keine persönlichen Albernheiten. Wir sind nicht beim Kinderballett. Positionen. Venga. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y abajo. Compasión. Naja. Dann warten wir eben diesen Brief da aus Frankfurt ab. Du, Georg, wenn dich die Stelle nicht mehr interessiert, dann hättest du mir das sagen sollen. Ich... Nein, nein, Peter. Das betrifft nicht dich. Versteh mich da bitte nicht falsch. Ich bin dir für deinen Einsatz sehr dankbar. Ich hatte gedacht, das ist eine erfreuliche Nachricht für dich. Das ist es ja auch im Prinzip. Ich habe nur leider nicht mehr damit gerechnet. Und mich deshalb mit einem anderen Angebot befasst, das man an mich herangetragen hat. Na ja, das musst du dann selber wissen. Ich habe getan, worum du mich gebeten hast. Na schön, mehr kann ich da dann auch nicht machen. Ja, tschüss, Georg. Kannst du mir mal sagen, was das sollte? Was? Na, diese Reaktion. Man bietet ja auf Peters Vermittlung eine Stellung in der Firma an, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. So ist es, Mutter, so ist es. Warum lässt du Peter dann so abfahren? Und was ist das für ein anderes Angebot? Es gibt kein anderes Angebot. Ich hielt es nur für taktisch klug, mich nicht billig zu machen. Und wie ein kleiner Junge im Karree zu hüpfen, dem man ein Schokoriegel in Aussicht stellt. Und dafür ist Peter die richtige Adresse, hm? Jawohl. Er wird meine Reaktion weitergeben und es wird meine Verhandlungsposition stärken. Wenn ich an Peters Stelle wäre, würde ich jetzt im Karree rumhüpfen. Und zwar vor Ärger. Er setzt sich für dich ein und du missbrauchst ihn für deinen taktischen Pipifax. Ist doch nicht zu fassen. Pipifax? Was für delikate Begriffe dir anfallen, wenn es um meine Zukunft geht. Ach, da fallen mir noch ganz andere ein.
lassen. Er hat mich absichtlich fallen lassen. Das verbitte ich mir. Wir sind alle ein bisschen nervös, weil Simon ausgefallen ist. Gila und Andreas haben es am schwersten. Deshalb brechen wir jetzt ab. Wir machen eine Abendprobe um 20 Uhr. Bis dahin ruhen sich alle aus oder trainieren zu Hause. Gila und Andreas bleiben bitte noch eine halbe Stunde. Wir gehen das Solo noch einmal technisch durch. Wir werden eine wunderbare Premiere haben. Ich danke euch. Gracias. Ach ja, Susanne, du bist sehr gut. Ja, bitte. Brötchen? Nee, danke. Irene und Erika, die bringen mir dann Döner mit. Willst du ihn hier setzen? Ja, später. Ja, ich wollte da noch was zu gestern Abend sagen. Ja. Ja, ich höre. Ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen eifersüchtig. Eifersüchtig? Ich? Auf wen? Auf meinen Freund Richard. Ich gebe zu, gestern, das ist etwas unglücklich gelaufen, ja, obwohl wir hätten den Abend auch sehr hier zu dritt verbringen können. Du hast also den Eindruck, dass dein Freund Richard sich intensiv nach meiner Gesellschaft sehnt. Na, siehst du, das meine ich. An deinem Sarkasmus merkt man, dass es dir irgendwie nicht gefällt, dass ich einen großen Teil meiner Freizeit mit meinem Freund Richard verbringe. Lieber Peter, es ist mir völlig Schnuppe, mit wem du deine Freizeit verbringst. Ganz eindeutig nicht. Und darüber möchte ich mit dir reden. Kann es sein? Ist nur eine Frage. Kann es sein, dass du mehr von mir erwartest? Zum Beispiel? Naja, Pia ist aus meinem Leben verschwunden. Ich bin, wie man volkstümlich sagt, wieder solo. Du warst doch immer solo. Ob mit Bea, Iris oder Pia. Männer wie du sind immer solo. Andere Menschen haben in Wahrheit überhaupt keinen Platz in deinem Leben. Wahrscheinlich hast du recht, ja. Aber wenn das so ist, dann solltest du irgendwann mal deine Konsequenzen rausziehen. Das heißt nicht irgendwann, sondern möglichst bald. Eht vielleicht zu spät ist. Zu spät? Für was? Ja, für eine dauerhafte Beziehung zum Beispiel. Weißt du eigentlich, was du da eben gesagt hast? Hast du vergessen, dass ich mit kaum 20 hier als Sprechstundenhilfe angefangen habe, als deine Frau sich gerade nach Amerika abgesetzt hatte? Hast du vergessen, dass ich mich in dich verliebt habe und du dich in mich? Ich hab's nicht vergessen. Hast du vergessen, dass wir mal zusammen gelebt haben und ich so eine Art Mutterersatz für deine damals kleine Tochter war und es dir sehr gelegen kam? Und ich habe auch nicht vergessen, dass ich dachte, da könnte mal Liebe draus werden. Bis ich gemerkt habe, dass wir beide das Wort Liebe verschieden buchstabieren. Gabi. Nee, nicht Gabi. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, als du mich nicht heiraten wolltest? Als Bea aufgetaucht ist und wieder verschwunden und ich gehofft habe. Als Iris aufgetaucht ist und wieder verschwunden und ich wieder gehofft habe. Und als Pia aufgetaucht ist und ich nicht mehr gehofft habe. Und ich mir gesagt habe, also Gabi, das war's jetzt. Wenn du noch einen Schatten von Selbstachtung behalten willst, denn da musst du dir so weit wie Freundschaft zurechtfummeln. Weil du den Kerl ja immer noch sehr gern hast. Und jetzt, nach 20 Jahren, setzt sich dieser Mann hin und gibt mir den schlauen Ratschlag, ich soll mich nach einer dauerhaften Beziehung umkicken, ehe es zu spät ist. Ich danke dir. Ich danke dir herzlich. Darauf wäre ich alleine nie gekommen. Gabi.
Ich muss, Susanne. Ich hab's ehrlich probiert. Du kannst dir die Probe nicht vorstellen. Er will mich fertig machen. Er hasst mich, das weiß ich jetzt. Irgendwohin. Nein, ich weiß es wirklich noch nicht. Ich weiß nur, dass ich weg muss. Und hast du mal an uns gedacht? An die Premiere? Du kannst uns doch nicht alle einfach im Stich lassen. Ich? Oh, das kann ich nicht, Gila. Selbst wenn ich schon so weit wäre. Doch, Sanne, du bist gut. Du bist sogar besser als ich. Du schaffst das. Und dich akzeptiert Andreas. Und Sarah auch, das weißt du. Versuch's ihnen zu erklären und sag ihnen, dass es mir leid tut. Dann? Ah, ja, jetzt du. Und? Hei. Ja, Namen Richard. Wer da noch kommt zum Mitspielen? Tagchen. Ahoi. Namen Peter. Laura? Laura, komm jetzt, wird Zeit. Lies mir eine Geschichte vor. Klar, mach ich. Guten Abend, Herr Dr. Brockmann. Guten Abend, Herr Solms. Hier, Laura, nimm deinen Ball mit und ab mit dir. So eine kleine Enkeltochter ist schon mal schön. Ja. Ja, sie ist wirklich sehr niedlich. Du siehst abgespannt aus. Viel Betrieb in der Praxis. Ja, auch. Richard, ich habe heute Morgen deine Frau getroffen. Vorm Haus. Und sie hat dich wieder schlecht behandelt? Nee, schlecht behandelt hat sie mich eigentlich nicht. Sie hat etwas gesagt, was ich nicht richtig verstanden habe. Die Bedingungen, unter denen wir uns kennengelernt hätten, wäre eine Verkettung unglücklicher Umstände oder so ähnlich. Tja. Na ja. Was? Da muss es wohl raus. Ich hatte gedacht, das würde sich so einrenken. Also, das Ganze beruht auf einem riesen Missverständnis. Birgit und Wolf hatten sich wohl überlegt, dass Wolf nach Vaters Tod in die Wohnung einziehen könnte. Aber das haben sie mir nicht gesagt. Oder sie haben es mir nicht gleich gesagt, weil es ihnen nicht taktvoll erschien, so kurz nach Vaters Tod mich mit diesem Wunsch zu bedrängen. Und weil ich das nicht wusste, ja, da hatte ich zuerst gedacht, naja, da richte ich mir ein Büro ein. Und dann habe ich dir eben die Wohnung angeboten. Und das wiederum habe ich den beiden nicht erzählt. Weil das ja ein ganz spontaner Einfall war, wie du dich vielleicht erinnerst. Ja, ja, schon. Aber Mensch, Richard, wenn du das nun wusstest, warum hast du mir denn nicht wieder abgesagt? Ich hätte doch... Das habe ich einfach nicht mehr fertiggebracht, Peter. Du hast dich damals so gefreut. Und die Wohnung ist doch ideal für dich. Du warst in einer Notlage. Zwei alte Freunde haben sich nach Jahrzehnten wiedergefunden. Das musst du doch verstehen. Schon, bloß... Siehst du, du verstehst es. Aber Birgit hat damit offensichtlich mehr Schwierigkeiten als wir beide. Und nun ist sie ein wenig verschnupft. Mensch, wenn ich gewusst hätte, der... Also, ich werde sofort heute Abend zu ihr gehen und zu deinem Sohn und anbieten... Nein! Tu das bitte nicht. Ich glaube, das würde alles nur komplizieren. Es gibt nämlich noch einen anderen Grund, warum mir diese Entwicklung gar nicht so unrecht ist. Könnten wir nicht einen Augenblick zu dir reingehen? Ja, ja, natürlich. Können wir schauen. Ja. Sag mal, wo bleibt denn eigentlich die Gila? Keine Ahnung, sie ist ja gewohnt, mit einem Weltstar zu tanzen. Wahrscheinlich hat sie dabei gelernt, dass Weltstars das Fußvolk warten lassen. In letzter Zeit bist du ein ziemlicher Blödmann. Weißt du das eigentlich? Liebe Kollegen, es gibt Produktionen, bei denen scheinbar alles schief geht. Besonders kurz vor der Premiere. Das hier ist so eine. Ich kenne das. Für euch ist es vielleicht neu. Ich habe sowas immer als eine Herausforderung verstanden. Und ich bin überzeugt, ihr werdet es genauso tun. Susanne hat von Gila einen Anruf bekommen. Gila wird nicht tanzen. Erfahren wir auch warum? Nein,
Es hat persönliche Gründe und die gehören nicht hierher. Ich bitte euch, das zu akzeptieren. Wie geht es nun weiter? Diese neue Schwierigkeit ist eine Herausforderung. Es geht also weiter. Wir müssen entscheiden, wer Gilas Solo übernimmt. Ich habe einen Vorschlag, aber ich möchte zuerst eure Meinung hören. Susanne! Ja, Susanne! Nein, bitte nicht! Susanne! Ich bin auch für Susanne! Das wäre auch mein Vorschlag. Susanne, da wir Susanne als eine besonders bescheidene Kollegin kennen, heißt das ja. Ich werde jetzt intensiv mit Susanne und Andreas probieren. Die nächste Probe für alle, morgen Vormittag um 9. Ihr könnt nach Hause gehen oder auch hier bleiben. Ich freue mich. Fragst du nicht nach Gila, wie es ihr geht? Glaubst du, sie hätte mich in den letzten 3 Wochen mal gefragt, wie es mir geht? Mensch, Andreas, ihr liebt euch doch. Du hast keine sehr hohe Meinung von deinem Sohn. Wolf ist mein Stiefsohn, wie du weißt. Aber das spielt keine Rolle. Ich habe ihn immer als meinen eigenen Sohn betrachtet. Das tue ich auch heute noch. Verstehst du, deshalb ist das weniger eine Frage von Meinungen als von Emotionen. Ich möchte Wolf helfen. Das verstehe ich nicht, Richard. Wie willst du ihm denn helfen, wenn du ihm diese Wohnung verweigerst? Indem ich ihn zwinge, sich endlich von seiner Mutter zu lösen, endlich den Hintern hochzukriegen und sich eine größere Wohnung zu suchen und hier auszuziehen. Du, ich weiß nicht. Aber ich. Du kennst Birgit nicht. Birgit ist, entschuldige den Ausdruck, Birgit ist ein Muttertier. Wolf muss endlich selbstständig werden. Und ich hoffe, ich kann ihm dabei helfen. Und ich spiele dabei eine ziemlich unschöne Rolle, Richard. Jetzt, wo ich das weiß... Nein, nein, das tust du nicht. Du hilfst Wolf auch. Und mir. Und Birgit. Das sieht sie bloß noch nicht. Aber ich habe das Gefühl, sie ist dabei, das zu erkennen. Und ich garantiere dir, du und Birgit... Ihr werdet noch sehr, sehr gute Freunde werden. Bitte mach dir keine Skrupel wegen Wolf. Tu mir den Gefallen. Aus alter Freundschaft. Peter. Kumpel. Ich werde es versuchen, Richard. Aber nur unter der Bedingung, dass sich das Klima hier wirklich verbessert. Das wird es, Peter, das wird es. Nicht besser? Wir müssen ins Bett. Frau Heder. Sagen Sie doch einfach Susanne zu mir. Ja, davon würde doch nie besser. Susanne, haben sich denn nur geschont? Nee. Doch, doch, soweit es ging. Ich möchte Sie zu unserer Premiere einladen. Am Mittwoch. Hm. Ja, aber wenn Sie jetzt nicht vernünftig sind, findet die Premiere ohne Sie statt. Nee, dann findet sie überhaupt nicht statt. Ich tanze jetzt nämlich das Solo. Deshalb bin ich auch so aufgeregt. Da kommt auch bestimmt die erhöhte Temperatur her. Das ist so bei uns Künstlern. Sie wollen eurem Kiezarzt doch nicht die Diagnose korrigieren, hm? Die Aufregung kommt vielleicht hinzu, aber... Also, ich verschreibe Ihnen jetzt gegen meine Überzeugung noch was Stärkeres, Sie Künstlerin. Aber nur, wenn Sie mir versprechen, dass Sie sich jetzt ins Bett legen. Und heute Abend komme ich nachgucken... Und überzeuge mich. Einverstanden. Also dann, herzlich willkommen an Bord. Oder besser gesagt, willkommen zurück an Bord, lieber Herr Dr. Merker. Danke, Herr Sims. Bitte. Damit hätten wir also wieder 2 Mitglieder der Familie Merker in der Firma. 2? Ja, im weitesten Sinne. Sie und Dr. Brockmann. Ach so, ja, Sie meinen wegen Peters Aktienpaket. Ja, so gesehen. Ja, das Aktienpaket. Sagen Sie, lieber Dr. Merker, meinen Sie, dass Peter an diesen Aktien sehr hängt? Ob er dran hängt, weiß ich nicht. Er hat sie. Warum fragen Sie?
Weil wir uns fragen, das ist jetzt ganz vertraulich, weil wir uns fragen, ob er vielleicht verkaufen würde. Tja, das weiß ich auch nicht. Warum fragen Sie nicht selbst? Er ist Ihr Freund. Ja, das ist ja eben mein Dilemma. Man soll Freundschaft und Geschäft voneinander trennen. Ob Sie vielleicht mal bei Gelegenheit rausfinden könnten, ob er sich von dem Paket trennen würde, ohne dass mein Name fällt. Ja. Ja. Warum nicht? Die Hausbesuche. Danke. Ist noch was? Ja, diese Susanne Hiller hat mich zu ihrer Premiere eingeladen. Tänzerin, heißt sie. Viel Spaß. Ist erst am Mittwoch. Trotzdem viel Spaß. Ob Irene oder Erika Lust haben? Dich frage ich lieber erst ja nicht. Sehr vernünftig. Wie wär's mit Richard? Könnt ihr mir vorstellen, dass der was übrig hat für die Mädels vom Ballett? Nacht, Peter. Nee, so geht's ja auch nicht. Entschuldige, ich musste kommen. Ich wollte dich anrufen, aber du hast nicht abgenommen. Da habe ich mir Sorgen gemacht. Ich habe den Stecker rausgezogen, weil ich brauche Ruhe, Andreas, wirklich. Ich habe dich da nicht erschreckt, oder? Doch. Ich habe jemand anders erwartet. So? Wen denn? Meinen Arzt. Bist du so krank? Ja, bitte lass mich, Andreas. So, den Arzt, Alter. Das ist schon Gila. Ich dachte schon, Gila hält sich hier versteckt. Gila ist es nicht wert, dass du dir Gedanken über sie machst, sondern Gila ist schlecht, bösartig, karrieresüchtig, untreu. Weißt du eigentlich, dass sie sich zwischen uns gedrängt hat? Zwischen uns beide? Das ist nicht wahr. Doch, das ist wahr. Ich hatte mich in dich verliebt, Sana, von Anfang an. Und als Gila das gemerkt hat, Gila kann es nicht ertragen, wenn jemand anders etwas hat, dann muss sie es auch haben. Sie hat mich dir weggenommen. Das glaubst du mir doch, oder? Ja, aber du Andreas... Du bist auch die bessere Tänzerin, Sanne. Und jetzt hast du ja das Solo, was du verdienst. Das wollte dir Gila auch wegnehmen. Du hast es nicht einmal gemerkt. Liebst, komm. Komm, lass es uns noch mal durchgehen, jetzt, wo ich schon mal hier bin. Andreas, ich muss mich schonen. Wir müssen proben. Jede freie Minute proben. Das ist nur eine kleine Prellung. Ich kann tanzen. Wir wollten dich anrufen, um dir das zu sagen, aber irgendwie wart ihr beide nicht erreichbar. Sag mal, was ist eigentlich mit Andreas los?
Ich habe ihn gerade im Treppenhaus getroffen, aber ich glaube, er hat mich gar nicht erkannt. Entschuldigen Sie, Brasch, Simon Brasch. Borgmann, ich bin der Doktor von Susanne. Guten Morgen, Frau Solms. Guten Morgen, Herr Borgmann. Ja. Dringender Hausbesuch, noch vor der Sprechstunde, was? Ja. Und Frau Solms, entschuldigen Sie, eigentlich hatte ich Richard versprochen, nicht mit Ihnen darüber zu reden, aber diese Verkettung unglücklicher Umstände, ich wusste nicht, dass Sie gerne die Wohnung für Ihren Sohn und die Kleine habt. Das wussten Sie nicht? Nein. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich von vornherein abgelehnt. Und das ist mir sehr... Sie haben das wirklich nicht gewusst? Nein. Richard hat mir das erst gestern Abend erzählt. Ja, dann würde ich mich sehr gern bald mal mit Ihnen unterhalten. Nur jetzt, ich muss zu einem Säugling. Die Eltern sind sehr besorgt. Entschuldigen Sie, dass ich so auf bald mache. Also bis dann. Ja. Bis dann, Frau Solms.